bin Linus. Ich bin Toni. Ich bin Julius. Ich bin Leni. Und ich bin der Andi. Wie heißt du? Ich bin die Katha. Und wer seid ihr? Ich bin Lukas. Hallo Linus. Ich bin der Konsti. Oh. Ich bin Lisa. Hallo Lisa. Wer bist du? Ich bin der Julian Schmied. Und ich bin die Sophie. Wisst ihr, was Skispringen ist? Ja. Ja? Wollt ihr das vielleicht mal ausprobieren irgendwann? Wie alt seid ihr jetzt? Ich bin sechs. Ja, mit 6 Jahren habe ich angefangen. Da war ich genau in eurem Alter. Hast du wirklich keine Angst, wenn du runterspringst? Nee, ich habe keine Angst mehr. Ich habe ja auf so einer ganz, ganz kleinen Schanze angefangen. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, ich glaube Kaiserschmarrn. Meine ist es auch. Echt? Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink. Ich bin nordischer Kombinierer. Wisst ihr, was es ist? Ich bin Skispringer. Also ich muss Skispringen und danach muss ich dann langlaufen. Langlaufen kenne ich. Langlaufen kennst du? Ja, schon mal gesehen. Ich bin dabei. Mach auch mal mit dem Langlauftraining. Was isst du am liebsten? Was ich am liebsten esse? Das ist eine schwere Frage, weil ich so gern esse. Ob ich gut in der Schule war, willst du das wissen? Manchmal war ich gut, in Mathe war ich ganz, ganz schlecht. Rechnen habe ich nicht können. Tut ja auch im Sommer trainiert. Ja, wir gehen ganz viel zu Fuß joggen, Fahrrad fahren, mit den Inlinern, gehen auch ein bisschen in den Kraftraum, spielen auch manchmal Fußball. Könnt ihr alle Skifahren? Ja. Ja, dann ist es ja naheliegend. Also bei mir war es genauso. Ich habe mit 3 Jahren habe ich Skifahren angefangen, so, weil mich meine Eltern halt auf den Ski gestellt haben. Ich habe mit 3 auch Skifahren, mit 4 so 3. Mhm. Und ich habe auch mit 3 angefangen. Macht euch Spaß, oder? Ja. Skifahren ist cool im Winter draußen. Mhm. Ja. Hattest du schon mal Angst, die Schanze runterzuspringen? Nee. Das ist, wir reden immer von Respekt. Also wenn man nicht Angst davor hat, dass man runterspringt, weil dann würde man nicht runterspringen. Aber einfach so, ja, einen gewissen Respekt vor der Geschwindigkeit und der Höhe. Aber man fängt da ganz klein an. Das ist wie mit dem Skifahren. Da gehst du ja nicht gleich auf die steilste Piste, sondern eher flach und am Kinderlift und dann kommen irgendwann die größeren Lüfte. Und genauso ist es bei uns beim Springen auch. Was ist dein Lieblingstrinken? Mein Lieblingstrinken? Da gibt es ganz, ganz viele Getränke, die ich gern mag. Alles? Machst du auch alles. Cola? Ich mag auch mal eine Cola, wenn es ganz, ganz warm ist und die Cola eiskalt ist, dann mag ich das auch mal. Weißt du, ich mag Cola, aber meine Eltern geben mir nie Cola, obwohl ich sie mag. Der war 1 Jahr und hat da als Baby Cola getrunken. Ja, weil mein Papa hat es mit Johannisbeersaft verwechselt. Oh. Wann gehst du ins Bett? Oh, ich gehe meistens so um 10 oder 10:30 ins Bett. Und wann stehst du auf? Um 8. Hast du Freunde? Ich habe Freunde. Wie viele? Wahrscheinlich nicht so viele wie du, aber ich habe ein paar Freunde. Im Kindergarten habe ich 5. Mhm. Aber sonst habe ich eigentlich nur meine Cousine Nora und noch Paula. Und was machst du? Langlaufen. Machst du auch Langlaufen? Ja. Und gefällt dir auch? Macht dir auch Spaß? Ja. Und das Skispringen vielleicht auch mal? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Sein Papa ist der Langlauftrainer. Ach so. Von mir. Ach so. Wie hoch du eine Sammel ist. Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Manchmal gibt es auch Schanzen, die kann man richtig schön quasi an so einen Berg hinbauen. Da muss man dann gar keinen Turm bauen. Dann ist sie eigentlich ganz, ganz flach. Dann ist vielleicht der Schanzentisch so um die 3 Meter hoch. Ich hatte so flache. Und wie kommt man eigentlich da hoch? Ja, zum Glück jetzt mit dem Lift. Ich? Mit dem Fahrstuhl. Ich bin mal. Früher hat man laufen müssen. Dürft ihr eigentlich Zucker trinken? Ja, jetzt Zucker trinken direkt tun wir jetzt nicht. Aber klar, wenn wir mal eine lange Einheit oder sowas haben oder viel trainieren, dann darf man sich, glaube ich, auch schon mal ein bisschen was gönnen. Hast du dich schon mal verletzt? Ja, vor 2 Tagen am Fuß. Da bin ich hingeflogen auf Inlinern. Aber es wird schon wieder. Was hatte ich da nochmal? Kannst du auch langlaufen? Ich war noch nie da. Okay. Also ich bin schon mal mit Langlauf in Alpin gefahren. Das macht Spaß, gell?
Wie geht ihr aufs Klo, wenn ihr trinkt? Wenn ihr gerade auf der Rampe seid. Ja, wenn ihr gerade müsst. Ja, da muss man halt dann mal kurz durchhalten. Oh, oder man pinkelt dann einfach ins Nähe.